Bro, ich habe das gesehen und dachte so, das ist ja crazy so, ne? Wer nennt sich Dass er das? sich so nennt. Ja, es geht ab, Gabriel. Ja, das ist halt der Erzengel Gabriel, Alter. Ja, Gabriel, aber nicht Gabriel, Junge. Weißt du? Mir ist es damals gar nicht so bewusst gewesen, dass du darauf anspielst. Ich habe einfach gedacht, generell, aber ja, jetzt Du hast einfach gedacht, ich ziehe seinen Namen in den Schmutz ja, ohne. aber ach so, hast ihn, also war das wirklich so, daraus ist das entsprungen oder was? Hast du gedacht, Safe. was ist das denn? Safe. Ja. Gabriel. Deswegen sage ich das doch so. Weil ich es nicht fassen kann, so. Dass er sich so Ja. nennt, weißt du? Aber Ja. ich bin gespannt, Alter. An die Rhymes kann ich mich, glaube ich, nicht mehr so gut Ich auch erinnern. nicht, Bro. Ich habe das jahrelang nicht gesehen. Okay. Ziehen wir es uns mal rein. Ich glaube, Gabriel Komm mal fängt an. rein. Okay. Seid ihr ready oder was, Leute? Zieht euch den Scheiß rein, Junge. So. Mighty Mo gegen Gabe. Wer will anfangen? Snagger, brutaler Punchline, ne? Okay, Gabriel, ich Feierabend. bin ready to rumble. Ihr seid eine Schande für Rap. Und zwar die ganz abgefuckte Bande. Mit Mighty Mo, ich hab den Rest da schon vergessen. Ich mach dir ein Kompliment, du bist der Beste von Von den den Schlechten. Schlechten. Gabriel klärt die Welt auf. Dann mach ich Macker noch Der besser. Blick, Alter. Sein Adlib war der Beste, hast du Oh, gehört? Er macht so. bitte schnick. Ja, man weiß so richtig, was du denkst in dem Moment. Das ist so gut. Das ist so gut. Ey, für die Leute, die das nicht wissen, bei Gabriel im Team ist tatsächlich Materia. Der Materia. Genau. Ich wiederhole mich Das ist gerne crazy nochmal. auch, ne? Ich wiederhole mich gerne nochmal. Materia ist im Team von Gabriel. Und zwar die ganz abgefuckte Bande. Am besten ist sein Adlib, den er so macht. Er macht so, zieh den mal rein. Mach dir ein Kompliment, du bist der Beste von Von den den Schlechten. Schlechten. Gabriel klärt die Welt auf. Der Mighty Max und Mighty Moritz geht das Geld aus. Ich hab gehört, du hast Probleme in Hannover. Du brauchst gar nicht auf die Bühne kommen, das Game ist für dich over. Over. Frag Savas, er tut mir nur einen Gefallen. Er hat dich nur eingeladen, damit ihr nicht traurig seid. Er ist schon voll zerstört. Er sagt, Ey, frag Savas. Was? ich sag, du brauchst gar nicht zu rappen, Alter, und du hast ihn schon zerstört, Ich ey. Allein die schwör's. Blicke haben schon gereicht. Mighty geschminkt wie Kollege. Nein, Bro, das war vor 16 Jahren. Da sage ich einfach, ich war Freshman. Soll ich verarschen? Er ist einfach schon. Er sagt, frag Savas. Was für Savas so? Manuelsen sagt gleich so, was für Savas. Genau. Im Off muss man hören. Aber da ist er auf jeden Fall schon durcheinander so. Over. Frag Savas, er tut mir nur einen Gefallen. Er hat dich nur eingeladen, damit ihr nicht traurig seid. Doch das hier ist eine andere Liga. Das ist nicht mehr derselbe Sport, das ist nicht mehr dasselbe Klima. Schau. Das ist nicht mehr derselbe Sport, das ist nicht mehr dasselbe Klima. Das ist nicht mehr, das ist, glaube ich, soll ein Zitat aus Pulp Fiction sein, so. Das ist nicht mehr derselbe Sport, das ist Echt? nicht mehr dieselbe Liga. Sagt Das er. ist ein Zitat aus Pulp Fiction, ja? Video lauter, ja, ich glaube, das ist ein abgewandeltes Pulp Fiction Zitat. Okay, Gabriel reißt auf jeden Fall richtig ab. Klima. Schau in den Spiegel, wenn du wissen willst, was los ist. Ich kenne Leute, die bepissen sich beim Anhören Deine deiner Vocals. Vocals. Materia. Hier, Alter. Hat jemand Smacktime gesagt? Smacktime, Also erstmal, ne? Alter, wie ich aussehe. Wenn hier einer meine Mama disst. Wenn hier einer Ja, du meine. warst auch so einer. Ey, guck Oder mal. hast wenigstens gefunden. Guck mal, ich. Genau, ich hab gesagt, wenn einer meine Mama disst, schlage ich ihn kaputt, so, weißt Ja. du? Und ich hab so das im ersten Verse gesagt. Stimmt. Ich habe das wirklich jahrelang nicht gesehen, Leute, dieses Match so. Wenn einer meine Mama disst, dann boxe ich ihn weg, so, einen auf den. Safe. Crazy, Mann. Okay, aber ich habe nicht so wie Animus unterbrochen, ich habe gleich Ansage gemacht, so, weißt Ja, direkt psychologische Kriegsführung. du? Ja, safe. Obwohl diss ich seine Mutter auch, das dürfte ich ja dann nicht machen, Alter. Damals schon die Attitude gehabt, safe. Rocco, schön. Rocco, schön dich zu lesen. Okay, ziehen wir mal. Wenn hier einer meine Mama disst, wird
würde er sich wünschen, sein Vater hätte ihn damals an eine Wand gewichst, nachdem meine Fist die verdammte Bitch mit einem Punch wie nichts weit außer Landes grischt. Verstanden? Game real. Voll die komischen Sounds Dope. Die ganze Zeit. Aber da hast du eine smoothe Betonung drauf, Alter. Ja, voll. Voll so. Ja. An Wand. Aber ist doch. Und guck, damals hatte ich auch noch vernünftige Hairline. Okay, er hätte auch schon damals ein Stück weiter runtergekonnt, so. Aber wenigstens noch keine Geheimratsecken, so, ne? Ja, geht, Alter. Wir sind in Würde gealtert, oder? Ja. Ja. Ja, ich auf jeden Fall, Alter. Also bis auf die Hairline, Alter. Warte, was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen, Alter. So, Game. Mir ist egal, wie viel Blunts du kiffst. Ja, Mann. Okay. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ziehen wir uns mal rein. Wie viel Blunts du kiffst. Egal, was du Punker sprichst. Schon öfter fand man dich Schwanzgesicht nackt tanzend auf dem Transen stehen. Mann, wie sick. Vor mir steht ein Straßenstricher. Meidi gegen dich ist wie Machete gegen Nagelknipser. Oh. Ja, guck mal, der sagt so, sein Gesicht sagt so, oh ja, stimmt. Oh, shit. Okay, ich zieh mir das nochmal rein. Okay, ich bin back übrigens. Nice. Wie englische Rücken. Ein Straßenstricher. Meidi gegen dich ist wie Machete gegen Nagelknipser. Tanzend auf dem Transen stehen. Schon öfter fand man dich Schwanzgesicht. Na, wie viel Blunts du kiffst. Egal, was du Punker sprichst. Schon öfter fand man dich Schwanzgesicht nackt tanzend auf dem Transen stehen. Mann, wie sick. Vor mir steht ein Straßenstricher. Ich rede so irgendwie richtig komisch, ne? Mann, wie sick. Ey, kannst du es nochmal machen, Bro? Safe. Mann, wie sick. Vor mir steht ein Straßenstricher. Wieso sehe ich das jetzt nicht? Ach, ich muss dir den Link schicken. Ach so, schon wieder? Ich glaube, oder nicht? Oder siehst du es? Also ich habe das Video auf dem Bildschirm so. Auf Watch Together, hast du es auf dem Bildschirm? Ja, ja. Na dann. Dann siehst du es doch. Ja, do it. Läuft? Okay. Was du Punker ja, läuft. Sprichst. Schon öfter fand man dich Schwanzgesicht nackt tanzend auf dem Transen stehen. Mann, wie sick. Vor mir steht ein Straßenstricher. Meidi gegen dich ist wie Machete gegen Nagelknipser. Du bist ein arschgefickter, hartgedisster Lakenwichser. Der Oberlappen, doch tauchst nicht mal als Wagenwischer. Ich geb dir einen Rat, du Pisser. Lass die Finger vom Ort. Bei der letzten Folge hätte dich hier sogar Schimmel getopft. War gut. Schimmel. Achte auf dein Hinterbein, denn das könnte Schimmel sein. Big Billard, ich spiel mit deinem Dick Billard. Ja, Mann. Legendär die Zeit. Alter. Das hat sich dabei gedacht. Hat sich einfach gereimt. Big Billard, Dick Billard. So, no homo. Armstaff Tom, was für Animus-Bart? Das ist hier keine, das andere Modell, ja? Ich weiß nicht, wie das heißt, aber du weißt, damals war in. Voll kaputt, hab trotzdem ein Shirt gekauft. Ja, safe, Bro. Ich danke dir. Danke für den Support, Alter. Okay. Step mir nochmal. Ich geb dir einen Rat, du Pisser. Lass die Finger vom Ort. Bei der letzten Folge hätte dich hier sogar Schimmel getopft. Ja, aber es ist schon... Himmelkopf, sagst du? Du Pimmelkopf, ja. Es ist schon so, ich hatte schon so die Struktur wie heute so, diese, ne? Ja, ja, voll, du warst schon weit so, ne? Also, ich fand, du hast so im Vergleich zu anderen Battles hast du da sehr, also für dich simple Rhymes benutzt, für andere sind das auch komplexe Rhymes, aber so für dich war das so eher so on the simple side, fand ich. Ja. Aber es ist auch wahrscheinlich dem Alter und so geschuldet. Ja, voll, voll, voll. Also. Sorry, ja? Nee, so Dings, so einfach so, das macht man halt mal. Also, Dings, so Wörter mit so einfachen Silben folgen, wo so viel A drin ist und so, weißt du, die sich relativ einfach reimen lassen. Ich mach das auch oft. Straßenstricher meinst du? Weil sich das halt böse anhört, so. Ja, aber du weißt ja selber so, man hat oft. So Kombos, die so, wo viel A als Vokal drin ist, die gibt es oft so.
Also bei mir zumindest. Ja, safe, safe. Ja, da kennst du es manchmal einfacher zu schreiben als so andere, wenn da so andere Vokale drin sind. Ja, ab einem bestimmten Punkt wiederholt sich das auch einfach alles, ne? Ja. Und man denkt so, oh, schon wieder dieselbe. Oh, Ja, schon wieder, genau. das ist schon wieder der, das ist schon wieder das so. Ja, Aber ja. das Ding ist, in einem Battle macht das ja keinen Unterschied, weißt du? Wenn man das Ja, genau. Ich habe mir schreibt, da auch schon drüber Gedanken gemacht, über genau diese Sache, wenn ja. man das schreibt, dann denkt man so, oh, dies und das, weißt du, in dem Moment fällt das nicht mal auf, wenn du, weißt du, sagst, oh, ich gebe dir meine Bars, Junge, und das war's, Junge, so oder sowas, so Ja. diese ganz einfachen Dinger so. Ja. Das macht, selbst wenn sich Endsilben manchmal wiederholen, so mäßig, das macht in dem Moment bei einem Battle keinen Unterschied. Wenn du es dir auf YouTube Ja, anguckst, so, ne, absolut. dann kannst du so gucken, Technik, Mechnik, aber in dem Moment ist das Ja. eigentlich zweitrangig. Ja. Nee, aber nichtsdestotrotz, das, wie gesagt, ist dope. Okay, ich hau mal rein. Mann, du gehörst verbannt, ab auf eine Insel. Wie lost? Du Schlampe, hast so ein Arschgesicht, du brauchst eine Windel im Kopf. Okay, bei der letzten Line haben alle applaudiert, so, und da nicht mehr. Das hätte eigentlich die Schlussline sein sollen, so, ne? Mit Ja, Schimmel, das ist ja auch genau. so, du bist so ein bisschen, denkst du so, ah, man Fuck, sieht so. Mann. Ja, weil da kam die Reaction, dass mit Schimmel hätte die Schlussline sein sollen. Safe. Echt? Ja, also hätte sie sein sollen, weil da habe ich den Applaus gekriegt, so, ne? Das ist halt, da merkt man die Unerfahrenheit, ne? Dass ich die Punchlines noch nicht einkategorisieren konnte, unter welche ballert am meisten so. Ich hab die Reime falsch gesetzt. Das mit der Windel hätte vorher kommen müssen, so, ne? Weißt du? Guck. Mann, du gehörst verbannt, Aber ich ab bin schon auf eine da, warte. Insel. Wie lost, du Schlampe? Letzten Folge hätte dich hier sogar Schimmel getopft. Boom, das ist die Punchline. Das ist die Punchline. Mann, du gehörst verbannt, ab auf eine Insel. Wie lost, du Schlampe, hast so ein Arschgesicht, du brauchst eine Windel im Kopf. Ja, die war Dings. Die andere war einfach stärker so. Richtig klassischer Fehler, ne? Hätte Er hätte ich einfach diesen Aufbau, tauschen den Aufbau ändern sollen, ne? So, du gehörst können. verbannt ab auf eine Insel wie Lost, du Schlampe, hast so ein Arschgesicht, du brauchst eine Windel um Kopf. Digga, guck dich an, lass mal die Finger vom Ort. Bei der letzten Folge hätte dich hier sogar Schimmel getoppt. Boom! Das wär's gewesen. Easy, ja, guck mal, wie organisch das geflowt hat. Yes. Okay, dann ziehen wir uns mal rein, was Gabriel zu sagen hat, Junge. Nicht viele. Wahrscheinlich, okay, ich will jetzt keine. Wollen wir mal sehen, Bro. Das Geile ist, du musst mal achten, irgendwie, die haben das auch so ganz komisch geschnitten. Zu seinem Nachteil, so, weißt du? Muss mal Zu achten. Gabriels Nachteil. Ja, auch immer, wenn er rappt, schneiden die mich rein, wie ich so komisch gucke und so, weißt du? Musst du mal achten, Ja, Alter. die waren da teilweise schon rigoros. Ja. Da ist Mike Adler, das ist Mike Adler Zweite Runde, in Alter. der Ja. Crowd. Mann, ihr wisst. Zweite Runde, Alter. Lyriko ist auch im Mann, ihr wisst Publikum. gar nichts Echt? über mich. Doch ich Crazy. weiß. Ja. Pass auf, Mo, lass mich besser vorbeiziehen, denn du bist ein blutiger Anfänger wie meine Schwester mit Was? 13. Du hast keinen Cent, kein Das Skelett siehst und du? kein Style. Hast gesehen? Du verpennst meinen Trend, dein Moment ist Du hast vorbei. gesehen. Ach so, da, ja. Zweite Ja, Runde, Alter. pass auf, zieh den mal rein, zieh Mann, den ihr mal wisst rein. gar nichts über mich. Doch ich weiß genug über euch, um euch zu sagen, dass ihr stinkt. Stinkt. Pass auf, Mo, lass mich besser vorbeiziehen, denn du bist ein blutiger Anfänger wie meine Schwester mit 13. 13. Du hast kein Cent, kein Talent. So, was soll das so? Ja, Du bist ein okay, Blut. kam Du aber lässig. bist ein blutiger Anfänger wie meine Schwester mit 13. Okay, okay, Ja, Bruder, das okay. ist okay. Das war Erfährt eine den Schwester. Eminem Selbstdiss-Film so. Aber war 8 Mile schon draußen? Ich weiß es nicht. Damals. Ja, auf jeden Fall. Na gut. Lass mich besser vorbeiziehen, denn du bist ein blutiger Anfänger wie meine Schwester mit 13. 13. Du hast kein Cent, kein Talent und kein Style. Du verpennst meinen Trend, dein Moment ist vorbei. Wenn ich kein Hinderte für dich. Du sagst, dein Rap ist zum Ablachen und das wunderte mich nicht. Das ist Du hast kein lustig. Cent, kein Talent und kein Style. Du verpennst meinen Trend, dein Moment ist vorbei. Ja, ist geil, Alter. Voll die Erwartungshaltung. Wieso? Was ist los? Der Moment ist vorbei und grinst mich so an. Ich War lache voll die gute Kombo, Alter. mich kaputt, Mann.
Du hast Talent und kein Style. Du verpennst meinen Trend, dein Moment ist vorbei. Und ich kenne Hunderte wie dich. Du sagst, dein Rap ist immer Blachen und das wunderte mich nicht. Weil du einfach zu viel von dem Gangster-Shit hörst. Komm, verwechsel Hannover nicht mit Compton oder Pittsburgh. Pass auf, liebe Boys, ich sage nicht, ich rede euch. Ich sag, ich hasse euch, denn du weißt, ich rede Deutsch. Mann, das sind Totschlagargumente. Während du an Label suchst, planen wir schon den nächsten Sampler. Wo ist das Problem? Du hast kriminelle Energie, du kannst mir niemals die Show stehlen. Gabriela! Show stehen, Alter! Das war auch immer so, okay. War auch immer so ein Battle. Ja, besser als der erste Part, oder? Das war auch immer so ein Battle, so wer ruft was rein und so von deinen Jungs. Ah, oh, so, schlimm so. War das damals, Alter. Safe. Und wie Materia ihn gebackt hat, so, ne? Voll, die waren voll die Crew, Mann. So crazy. Guck mal auf die Hosen, die rocken, Alter. Ja, das Junge. Material, so voll die Überbaggy. Da hinten auch eigentlich jeder so, wenn du so guckst. Crazy. Guck mal, da kennst du noch den, der hinter Snagger steht, weißt du noch, wer das war? Nee, weiß ich nicht. De Chino hieß der. De Chino, okay. Ich war auch irgendwie so ein, ja, so ein Kenneck-Pod-Rapper. Ja. Aber irgendwie ist er dann auch in der Versenkung verschwunden, so. Was brüllt Materia da zum Schluss? Gabriela! Gabriela! Er nennt ihn sowieso, er verwandelt seinen Namen in weiblichen Namen, so, keine Ahnung. Die Fans des Grauens. Die waren damals schon wach, bis die Wolken lila sind, ja, safe. Die Chino aus Herne, keine Ahnung. Bro, ich muss mal kurz auf die Toilette, ne? Du kannst ja auch mal kurz dich fresh machen, wenn du willst. Ich bin gleich wieder da. Jo, weil ich habe halt keinen Chat. Ich kann den Chat nicht sehen. So ist es behindert sonst. Weißt du, ich kann ja sonst so dumm rumsitzen, Alter. Deswegen mach ich das auch. Ich bin sofort wieder da. Jo. So, mein Bro, bist du am Start? Yes, sir. Okay. So, das war, bist du ready, Bro? Ja. Ja? Was ist das so dunkel jetzt, Alter? Was ist dunkel, Bro? Sieht gut aus. Ja? Okay, ja. Dann ist gut. Ach so, deswegen. Okay, alles klar. Okay, das war Gabriels zweiter Part. Komm, ist dein zweiter. Ich denk schon, ja. Okay, Mo. Pass auf, mein Junge. Du kannst dich geehrt fühlen, weißt du wieso? Denn jetzt ist Mo da für die Spinne. Und wenn ich mit dir fertig bin, sieht's hier schlimmer aus als letzten Montag in Virginia. Okay. Was also, war da in Virginia? Da ist so ein Koreaner. Amok gelaufen, so. Ja? Ja, da war so ein Amoklauf in Virginia, in der Universität oder so. Und das ist, guck mal, das ist krass. Das ist so ein Insider, den habe ich noch eingebaut, so. Das ist passiert irgendwie so in der Vorbereitung und ich habe den dann mit eingebaut, aber man merkt auch, Punchline ist nicht optimal umgesetzt, weil man versteht nicht, worum es geht, so, ne? Weil da hätte noch irgendwas kommen müssen. Aber man denkt halt schon, war wahrscheinlich irgendein Attentat oder so. Er hätte noch irgendwas kommen müssen mit Amok und so. Ich glaube,
dieser kleine, ja, Koreaner, wie heißt der nochmal, dieser Maddest, weißt du? Ach, ja. Von 101, ja. Maddest. Der hat, ja, ja, ja. Der hat, der war ja auch da und der hat auch so eine Line gedroppt, einen auf, ihr wisst ja, was passiert, wenn ein, kann ja sein, dass in meinem Leben, dass sich in meinem Leben alles um Uni dreht, aber ihr wisst ja, was passiert, wenn ein Koreaner durch die Uni geht, so, boom, ne? Die wurde krass gefeiert, die Line, kann das sein? Die wurde gefeiert und sie ist auch besser umgesetzt, so, ne, weil man halt weiß, worum es geht. Okay, ja. Als letzten Montag in Virginia, so, was soll da... Was ist... Ey, ich war mal auf dem Out for Fame Festival, Alter, ich war so richtig besoffen, ne, da kam mir dieser Mädels entgegen. Ja. Und ich war so drauf, ich wusste nicht, wer das war und ich meinte so, ey, Blumio, was geht? War beleidigt, Alter. War beleidigt, sagst du? Ja, aber ich hab's echt nicht Dings böse gemeint. Ich hab Blumio neulich mal eine Nachricht geschickt, Alter. Ich musste irgendwie an ihn denken und hab gesehen, der lebt jetzt in Japan. Was? Der lebt in Japan und sieht richtig freaky aus so, und redet Japanisch und hast du nicht gesehen, so. Keine Scheiß. Hat aber irgendwie einen YouTube-Channel mit 80.000 und hat gut Klicks, so, ne, Viertelmillionen und so, seine Sachen, die er macht. Okay. Ich glaube, er hat meine Nachricht auch gar nicht gesehen. Aber ich hab... Was macht er denn für Videos? Ich weiß nicht. Ich glaube, er rappt auf Japanisch so. Echt? Oder erzählt irgendwas. Ist irgendwie ein bisschen... Makes sense. Bisschen... ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich ihn gefragt. Ey, was geht denn bei dir? Ich finde das voll interessant. Würde mich über eine Antwort freuen, aber... Bis jetzt ist noch nichts... zurückgekommen. Ja, egal, dafür gibt es andere prominente Menschen, die deine Shirts tragen. Shirts? Es geht doch nicht ums Shirts, Mann. Ja, das war auch einfach nur so. Ich will ihm gleich ein Shirt andrehen, so, ja, meinetwegen. Keine Ahnung, kann auch sein, Alter, dass du Dings Maddest anschreibst oder Blumio, Alter. Maddest, klar, ich schreibe Maddest an, damit er mein T-Shirt anzieht, Alter. Das ist auf jeden Fall keine kluge Investition, würde ich mal meinen. Ey. Oh, geil, Alter. okay, Mann, ey. Irgendwie Aris hat erzählt, so, dass die immer noch diese 101-Tour machen mit diesem komischen Ostdeutschen da. Wie heißt der, weißt du? Ostdeutschen? Ja, der war auch mal vorher über Deutschland. Hier mit dieser Feuerwanze. Ich hatte einen roten Punkt auf deinem Shirt und er sieht aus wie eine Feuerwanze und hast ihn nicht gesehen. Was? Okay. Egal. Wir gehen zu tief in die Materie. Gucken wir uns mal lieber den Bars an hier. Okay, ich habe hier Montag aus Virginia rausgehauen und keiner hat es begriffen. Weil, war nicht gut umgesetzt. War schon okay. War nicht gut umgesetzt, die Punchline. So, Alter. Was willst du hier? Ja, unter Cracknote gibt's im Lexikon. Sieht's hier schlimmer aus als letzten Montag in Virginia? Gabriel, du Dreckstucke, was willst du hier? Unter Cracknote gibt's im Lexikon Bild von dir. Und auch dein Homie Masimoto, er verfiel der Drogensucht. Ein Modeschmuck tragendes Ex-Model, das für Weed auch Hoden lutscht. Und weil du außer Smoken nichts kannst, bist du hier ohne eine Chance, wirst in den Boden gestampft, hörst nur noch Vogelgesang. Du bist aus Rostock, komm. Hast du das gesehen zum Beispiel? Ich sage, guck mal, du hast Materia, du hast ihn personal gedisst, Alter. Ja, safe. Das war so der erste Anfang, so der erste Hauch von Personals, der da durchkam. Ja. Also ein bisschen so, das war jetzt natürlich dramatisiert, aber... So, doch, da war sowas. Weißt du, du hast dir wirklich kurz über den Gedanken gemacht und hast die Artikel gelesen, die wahrscheinlich jeder über ihn gelesen hat. So. Safe. Modeschmuck, Model und so, ne? Ja, genau. War aber auch keine gute Line. War kein Punch. Ich fand, das war schon gut. Was wollte ich sagen, Alter? Ich hab's vergessen. Genau, guck mal. Wirst in den Boden gestampft, hörst nur noch Vogelgesang, ne? Und irgendwer pfeift so. Und dann, und dann schneiden die Gabriel rein, der so aussieht, als wenn er das pfeift, so. Ja, rein? Das ist mir auch aufgefallen. Das ist irgendwie crazy, so. Ja, mach nochmal.
Und weil du außer Smoken nichts kannst, bist du hier ohne eine Chance. Wirst in den Boden gestampft, hörst nur noch Vogelgesang. Du bist aus Rostock, komm nach Hannover, du Punk. Und du scheißt in die Hosen, als wärst du cholerakrank, monatelang. Stabile Reimkette auf jeden Fall, so, ne? Hörst du mich, Bro? Bro, bist du da? Bist du da? Ja, ja, ich warte. Okay, da bist du. Er macht Vogelgeräusche, safe. Was ist los mit dir? Du hast doch eben noch so cool geguckt. Dachtest du da noch an deinen Nebenjob im schwulen Puff? Du bist gay, nicht real. Siehst du? Guck mal, sogar Snagger schmeißt dich weg. Du bist Sinan G. Nach einer Schelle von ja. Hast du Bitchen. Guck, Ich feier nicht alle, guck mal. Dachtest du da noch an deinen Nebenjob im schwulen Puff? Gabriel. So. Und dann alle begreifen das so. Oh. Vorher dachten die so wie du. Oh, Gabriel, fällt mir nicht auf. So. Aber dann schwulen Puff, Gabriel. Und alle so, oh shit. Ja, hat gezündet auf jeden Fall. Hat gezündet. Das ist genau Mike. Lady Scar steht da irgendwie. Da hinten ist Lady Scar, die lacht sich auch kaputt. Ja, okay. Nix Ton. Du bist gay, nicht real. Und nach einer Schelle von mir hast du Bitch. Dachtest du da noch an deinen Nebenjob im schwulen Puff? Du bist gay, nicht real. Du bist gay, nicht real. Und nach einer Schelle von mir hast du Bitch ein Face wie Seal. Du hast im Game verspielt. Ich mach dich abgefuckt wie Kaspar platt. Du nennst dein Mixtape Trash Talk. Passender wäre Abfallsack. Schon krass, was du für. Ja, ja. Stabil, guck mal, wie viel Gegnerbezug du hast. Komm, ja, das. Ja, ich habe das auf MySpace recherchiert. Trash Talk hieß sein Mixtape auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist aber auch das immer mit diesem persönlich ansprechen, so, ne? Gabriel! Oh, Gabriel, dies, das. Ja, ja, es kam gut. Ohne Scheiß. Du siehst. Man muss eigentlich manchmal, okay, das war damals, aber du siehst, ich fahre ja nicht die Entertainment-Schiene, dass ich mit der Crowd rede, so, ne? Aber trotzdem catch ich irgendwie die Crowd, so, ne? Voll. Mit den Dingen, die ich sage, so. Irgendwie. Ja, es liegt auch daran, dass kein Mic benutzt wird. Das kann ich nur immer wieder betonen, Alter. Das habe ich auch nicht verstanden, Alter. Warum musst du dir das letzte Battle denn, obwohl ihr alleine wart, mit normalen Mics machen? Ja. Wie kommst du darauf? Warum? Mit Mikes? Was meinst du? Was hat das damit zu tun? Einfach, der Vibe ist einfach anders. So, ich weiß nicht, also, okay, mich stört das so, aber ich hasse das so, weißt du? Ich verstehe. Mit normalem Funkmikro, so Handmikro. Feeds 98. Ich komme da nicht so klar drauf. Sorry, Greg Pye. Feeds 98. Hier Geld. Bedanke dich bei Cassius Clay. Okay, vielen Dank, Cassius Clay. Yes! Okay, gucken wir mal weiter. Dein Mixtape Abfallsack. Abfallsack. Das ist schon krass, was du für einen Abfall machst. Ob jemand deine Scheiße kauft? Höchstens Beginner-Fans, du Fotze, siehst wie Eisfeld aus. Ey, also. Scheißkind, viel Glück beim Verkaufen. Und eins noch, hätte mein Hund deine Fresse, würde ich ihm den Arsch rasieren und beibringen, rückwärts zu laufen. Super. Mission accomplished. Das war Sinan G, Alter. Am Ende. Ja. Da war der noch Dings, da war der noch gar nicht so, so Fame. Gabriel! Gabriel! Brudi, zieh dir mal rein, wie ich fertig bin und alle so seinen Namen rufen und ihn so, weißt du so? Das ist schon... Du hast ihn richtig, du hast deine Soul geowned. Ich schwör's dir, warte, das muss ich mir nur mal reinziehen. Was für eine Häme.
Ich habe vergessen, Snagger die Hand zu schütteln. Er guckt die ganze Zeit so, als wenn er mir die Hand geben will. Ich habe das voll verpeilt. So. Fuck. Ja, das kommt schon mal vor, so im Eifer des Gefechts. Guck mal, und das war's. Das waren nur zwei Runden. Ja, aber reicht, Alter. Ich würde mich freuen, wenn die Rundenzeiten mal wieder so auf humane 3 Minuten so im Schnitt gesenkt werden würden. Anstatt immer diese 5 bis 7 Minuten Brecher, ey. Yes, 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 yes. Okay, das war mein erstes Match. Ja, ist gut gelaufen, ne? Ist gut gelaufen für mich. Auf jeden Fall, also gibt's eigentlich nichts zu kritisieren, ey. Absolut abgerissen. Naja, fürs erste Match, außer das Punchlines richtig setzen, ne? Auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, du hast jetzt auch nicht so die richtigen Dampfhämmer abbekommen. Nee, Bro. Safe. Das war eher so Wattebällchen. Digga, da ging gar nichts, auf jeden Fall. Da ging safe gar nichts.